Guten Morgen. Wir begrüßen Sie zum neuen Webinar aus der Reihe Recht um 11, die wir wie gewohnt mit der Kanzlei Winheller durchführen. Heute sprechen wir über das Thema Kooperationen von Non-Profit-Organisationen. Viele Non-Profits und vielleicht auch Sie arbeiten für bestimmte Projekte mit anderen Organisationen zusammen. Sei es zum Beispiel wegen der Verwirklichung gemeinsamer Projekte, der Bündelung von Arbeitskräften und Mitteln oder einem stärkeren Außenauftritt durch gemeinsames Wirken nach außen. Die Gründe für Kooperation im gemeinnützigen Sektor sind vielfältig. Arbeiten zwei oder mehrere steuerbegünstigte Körperschaften zusammen, müssen alle Partner sichergehen, dass sie die rechtlichen und steuerrechtlichen Folgen der Kooperation im Blick behalten. Daher wollen wir uns heute in der kommenden Stunde die wichtigsten Fakten rund um Kooperationen von Non-Profit-Organisationen anschauen. Hierzu begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Referenten Johannes Fein von der Kanzlei Winheller sowie Guten Frau Morgen. Wolf und Herr Demmler, die uns im Chat unterstützen. Ich wünsche Ihnen nun einen interessanten Einblick in das breite Themenfeld der Kooperation und übergebe damit auch direkt an Sie, Herr Fein. Vielen Dank, Frau Fährich. Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt, nicht ganz so verregnet. Ich grüße Sie heute ein, wie ich finde, spannendes Thema, Kooperation zwischen gemeinnützigen Organisationen. Bevor wir loslegen, noch kurz zu meiner Person. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht bei der Kanzlei Winheller. Bin selber spezialisiert auf das Gemeinnützigkeitsrecht, steuerlichen Schwerpunkt, Vereinsrecht, Verbandsrecht, alles Mögliche aus dem Gesellschaftsrecht, was mit Gemeinnützigen zu tun hat. Und daneben auch noch natürlich die Sportvereine, die bei uns einen kleinen Schwerpunkt bilden. Und bin Leiter unseres Teams für Non-Profit-Organisationen. Das ist auch gleichzeitig ein Kanzleischwerpunkt. Wir beraten Non-Profits, wir verstehen den Begriff auch weit, zu allen Fragen, die dort relevant sind. Klar, was direkt ins Auge fällt, ist natürlich immer das Steuerrecht, Gemeinnützigkeitsrecht, bieten auch Steuerberatung für NPOs, dann die klassischen gesellschaftsrechtlichen Themen im Vereinsrecht, Verbandsrecht, Stiftungsrecht, bei Restrukturierungen und Ausgliederungen, aber auch die ganzen Randgebiete, die für NPOs oder bei uns Randgebiete, die für NPOs relevant sind. Es fängt beim Arbeitsrecht an, Bank- und Kapitalmarktrecht, da gibt es mehr Überschneidungen, als so manch einer denken kann. IT, IP und Datenschutzrecht. Zu letzterem macht meine Kollegin im Dezember hier ein Webinar. Da können Sie sich auch schon drauf freuen, die Kollegin Stepanova. Sehr spannende Fragen, die sie da immer beantwortet. Und zusätzlich sind wir natürlich aktiv im dritten Sektor. Die Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen ist der Herr Winheller Mitherausgeber. Da veröffentlichen wir auch regelmäßig unsere Fachbeiträge. Wir haben eine Kooperation mit dem Deutschen Fundraising-Verband und auch international, was bei uns auch ein großer Schwerpunkt ist, sei es, dass internationale NPOs uns fragen, wie sie es in Deutschland machen können, oder wir haben viele Mandanten aus Deutschland, die ihre Themen im Ausland verwirklichen möchten. Und da sind wir auch in der Global Alliance of Impact Lawyers tätig und haben daher da auch einige gute Kontakte auch zu ausländischen Beratern, sodass wir da vollumfänglich unsere NPO-Mandanten beraten können. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, ich spreche von Ihnen aus unserem Hauptsitz, aus Frankfurt am Main, haben dazu noch Büros in Stuttgart und München und bieten aber auch Besprechungen in Berlin, Karlsruhe und Hamburg an, sodass wir letzten Endes bundesweit abdecken. Aber mittlerweile ist es ja auch alles per Videokonferenz kein Problem mehr. Also, dass Sie sich gerne jederzeit auch an uns wenden können, wenn Sie nicht in einem der Städte vor Ort sind. Und wir besprechen das Ganze per Videokonferenz. So, jetzt steigen wir aber in die Agenda ein, damit Sie nicht zu lange darauf warten müssen. Wir werden am Anfang uns ein bisschen für die Gründe der Kooperation damit beschäftigen, was spricht eigentlich dafür, warum machen NPOs das. Dann gibt es einen Überblick, was gibt es denn eigentlich alles für Kooperationen. Und dann schauen wir uns die einzelnen Typen der Kooperation an. Das startet mit der klassischen Mittelweitergabe, dann die Zweckverwirklichung mit Hilfspersonen, dann der neue Part, das planmäßige Zusammenwirken und dann ein Thema, was immer wieder aufploppt, ist die Frage,
ja, ist das denn irgendwie eine GbR, GbR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ist was, was quasi ein juristisches Gebilde ist und wir aber in dem Zusammenhang immer wieder von Mandanten Fragen bekommen. Deswegen habe ich das auch hier am Ende nochmal kurz mit aufgenommen, ohne da Sie zu sehr in den Untiefen des GbR-Rechts langweilen zu wollen. Dann starten wir doch rein in unsere Agenda mit den Gründen für die Kooperation im dritten Sektor. Die Frau Ferrich hat es schon ein bisschen angesprochen. Natürlich kooperieren gemeinnützige, viele Mandanten, ob bewusst oder unbewusst, gehen immer wieder Kooperationen ein. Es ist schon relativ schnell passiert oder es gibt relativ schnell eine Kooperation. Gerade gestern war ich mit meiner Tochter auf dem Laternenumzug. Der Laternenumzug wurde von der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, der Feuerwehr, der Caritas, Diakonie, alle zusammen haben diesen Laternenumzug organisiert. Schon sind wir in der Kooperation. Wie das dann im Detail tatsächlich zwischen den Organisationen organisiert war, stecke ich natürlich nicht drin. Aber so schnell geht es eben, dass wir da eine Kooperation haben. Ist letzten Endes vielleicht auch dem geschuldet, da werden die Arbeitskräfte und Mittel gebündelt. Man möchte natürlich auch keine 4, 5 Laternenumzüge organisieren, sodass dann alle zusammenkommen können und man gemeinsam ein großes Laternenumzugsfest macht. Und natürlich sind da Synergien drin, man muss nicht alles doppelt machen, man braucht nicht das Doppelte an Personal. Man könnte es vielleicht auch gar kein großes Martinsfeuer machen, ohne dass die Feuerwehr dabei ist. Solche Sachen ist natürlich, spielen da alles eine Rolle. So dass es mannigfaltige Gründe gibt, warum man Kooperationen im Kleinen, vor Ort, regional eingehen kann, aber auch natürlich, wenn es über die Grenze hinausgeht, mit Organisationen im Ausland, die vor Ort natürlich die Leute haben, die Projekte dort vor Ort vorantreiben können. Man will nicht immer die eigenen Leute ins Ausland oder kann nicht immer die eigenen Leute da auch gerade ins Ausland schicken, um das Projekt zu machen. Also sucht man sich eine Organisation vor Ort, mit der man beispielsweise das im Ausland organisiert. Also, wie Sie sehen, es gibt einige Gründe, das zu machen und es wird auch gemacht, es wird sehr fleißig gemacht, ob immer in der richtigen oder im vollständig durchdachten rechtlichen Rahmen, das werden wir gleich vielleicht noch sehen, wenn der ein oder andere dann auch eine Frage dazu hat. Es gibt durchaus den einen oder anderen Fallstrick, den man berücksichtigen muss, aber alles halb so wild, wir haben in den meisten Fällen auch gute Lösungen, um das einzufangen. Ja, welche Formen von Kooperationen haben wir? Im Grunde hat man es auch schon gesehen. Es gibt im Außenauftritt Unterschiede. Es können alle Organisationen gemeinsam auftreten, die in der Öffentlichkeit stehen, sodass es ein gemeinsames Projekt ist und alle werden genannt als Organisatoren. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es einer macht, der an der Front steht und der andere unterstützt nur, ohne da groß nach außen aufzutreten. Gibt es auch. Kooperationen können einmalig sein, wiederkehrend, jedes Jahr aufs Neue. Oder es ist tatsächlich so, dass man Dauerkooperationen hat, Projekte, die tatsächlich dauernd zusammen weiterlaufen, Jahr für Jahr. Und das sind natürlich überall die rechtlichen Anforderungen immer ein wenig unterschiedlich. Und dann natürlich auch die Frage, wie kooperiere ich eigentlich, ist die eine Organisation macht die alles Operative, das heißt, ist die vor Ort und macht das und die andere Organisation leitet beispielsweise nur Mittel weiter und ermöglicht das Ganze finanziell oder sind tatsächlich beide operativ tätig und vor Ort dabei oder tatsächlich derjenige, der möglicherweise das Geld hat, ist aber auch nicht derjenige, der es operativ machen möchte, möchte aber im Grunde weiter den Hut aufbehalten und die andere hilft nur, dann sind wir möglicherweise bei der Hilfspersonenkonstruktion, sodass wir da schon sehr viele unterschiedliche Fälle haben, die wir alle unter das Thema Kooperation fassen und da müssen wir natürlich schauen, wenn wir das gestalten, wie ist das Ganze gewollt, was machen wir da. Und wir haben natürlich in unserem gemeinnützigkeitsrechtlichen Werkzeugkasten haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Und die gehen wir auch gleich alle durch. Und wichtig ist dann natürlich, dass diese Verträge, diese Vereinbarungen, die diese Kooperation regeln,
alle auch schriftlich vorlegen. Weil wenn Sie dann im Zweifel den Streitfall mit dem Finanzamt haben und die steuerlichen Implikationen, sage ich mal, sind bei den einzelnen Kooperationsarten durchaus unterschiedlich, dann können Sie mit dem Finanzamt natürlich nicht mit mündlichen Vereinbarungen sprechen, sondern Sie müssen das schriftlich irgendwo festgezurrt haben. Da können Sie dann im Grunde auch viel Infos reinpacken, warum, weshalb und wie soll das Ganze stattfinden, um dem eine klare Richtung zu geben, damit die Einordnung beim Finanzamt da auf ganz rechtssicheren Füßen steht. Deswegen unser Tipp, Kooperation immer mit einer schriftlichen Vertragsgrundlage eingehen, ersparen sich im Zweifel viel Ärger und Kosten. Das ist ohnehin ein Thema. Vorher einmal gut beraten. Natürlich kostet die vorherige Beratung auch Geld, aber ich kann Ihnen einfach aus Erfahrung sagen, wenn es hinterher das Kind in den Brunnen gefallen wird, das zu reparieren, ist meistens in der Tat deutlich teurer. Ja, hier nochmal ein Überblick. Ich habe das mal versucht, grafisch darzustellen. Wir sehen, die Pfeile gehen quasi überall hin. Wir haben unsere, die genannten Möglichkeiten der Mittelweiterleitung der Hilfspersonen, jetzt das neu hinzugekommene planmäßige Zusammenwirken zwischen gemeinnützigen Organisationen. Das ist alles für sich möglich, aber auch in der GbR. Und die GbR ist dazu noch möglich, ohne dass es dabei eine Mittelweiterleitung oder eine Hilfspersonenkonstruktion eine Rolle spielt oder auch, dass es zu einem planmäßigen Zusammenwirken kommt. Und dazu noch die GbR in der sogenannten Innen-GbR und Außen-GbR. Heißt, am Ende tritt die GbR als solche nach außen auf oder ist nur im Grunde die Organisation nach außen sichtbar und die Kooperation als solche hat gar keinen Außenauftritt. Deswegen diese vielfältigen Gestaltungen, da gibt es dann natürlich auch kein Patentrezept, um das alles abzubilden. Für jeden Fall kann sich das eine oder andere als die goldene Lösung herausstellen, so dass man sich natürlich die Kooperation immer im Einzelnen genau angucken muss. Was brauche ich, was will ich und wie gestalte ich es dann und welche Möglichkeit nehme ich dann hier wahr? So, dann starten wir in die Mittelweitergabe. Das heißt letzten Endes nichts anderes, dass ich eine Organisation habe, die entweder Geld, Sach- oder sonstige Mittel hat, die sie an eine andere Organisation weiterleiten kann, damit diese Organisation in ihrem eigenen Namen, das ist wichtig, müssen wir uns merken, für später ihre steuerbegünstigten Zwecke verwirklichen kann. Das kann sein, dass die Mittel dafür extra beschafft werden. Das ist, haben wir im klassischen Förderverein, der letzten Endes nur den Zweck hat, eine andere gemeinnützige Organisation finanziell zu unterstützen. Kann aber auch sein, dass ich diese Mittel aus sonstigen Erträgen oder aus meinem ganz normalen Haushalt irgendwo zur Verfügung habe und sage, ich möchte das jetzt in dem konkreten Einzelfall meine Mittel weitergeben an eine andere Organisation, weil es einfach gerade passt. Ich habe nicht das passende Personal für das Projekt oder ich möchte es eben nicht im Ausland selbst machen, habe da einen Kooperationspartner und stelle ihm die Mittel zur Verfügung, dann macht er das im eigenen Namen. Wichtig ist, dass das Thema Mittelweiterleitung, das geht natürlich nur an eine andere Körperschaft, die diese Mittel zur Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten Zwecke einsetzt. Wenn Sie das beispielsweise in Ihrem eigenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder Ähnliches einsetzt, dann haben Sie da an der Stelle ein Problem, weil das wäre gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel. Die Mittel unterliegen bei Ihnen in der Organisation ja einer gemeinnützigen Zweckbindung. Da dürfen die nicht in der anderen Organisation für steuerpflichtige Zwecke verwendet werden. Deswegen hier der Hinweis, keine Zuwendung in den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einer anderen Organisation. Es passiert leider immer wieder. Häufiger Grund ist, die eine Organisation hat Verluste und man möchte ihr helfen, möchte sie unterstützen. Man schaut nicht genau, wo kommen diese Verluste eigentlich her. Wo kommen sie leider häufig her? Aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, weil wir haben gerade im Moment auch wirtschaftlich schwierige Zeiten, hatten sie in der Corona-Phase, da sind Verluste angefallen und dann will man helfen und hat aber nicht genau geguckt, wo diese Verluste hergekommen sind. Und schon hat man ein Problem, dass die
Mittel, die bei einem selber eigentlich steuerbegünstigt gebunden sind, gemeinnützig gebunden sind, bei der anderen Organisation in einem Bereich landen, der eben nicht steuerbegünstigt war. Da haben wir aber tatsächlich mittlerweile auch zumindest was nationale und in Deutschland als steuerbegünstigt anerkannte Organisationen betrifft, eine Erleichterung. Wir haben die Möglichkeit des Vertrauensschutzes, wenn mir die andere Organisation ihren Freistellungsbescheid oder ihren 60a-Bescheid, das ist der Bescheid, der feststellt, dass die Satzung den gemeinnützigkeitsrechtlichen Anforderungen entspricht, wenn die mir diesen zur Verfügung stellt und ich auch nicht irgendwo bösgläubig bin, dass die Mittel anderweitig verwendet werden, habe ich einen Vertrauensschutz, dass ich darauf vertrauen darf, dass diese Organisation, die vom Finanzamt als steuerbegünstigt auch in Deutschland anerkannt ist, dass die Zuwendung, die ich ihr mache, dann tatsächlich auch für steuerbegünstigte Zwecke verwendet. Ist ein Vertrauensschutztatbestand, sodass ich hier mir da sehr geholfen ist, indem ich mich darum kümmere. Heißt umgekehrt, wenn Sie Mittel weiterleiten an eine deutsche steuerbegünstigte Organisation, lassen Sie sich unbedingt diesen Zuwendungsbescheid zeigen, den Freistellungsbescheid oder den 60a-Bescheid, denn nur dann haben Sie auch tatsächlich Vertrauensschutz und können Sie sich darauf berufen, wenn diese Organisation die Mittel anderweitig verwendet und zwar nicht so, wie Sie das da an der Stelle möchten. Wichtig vor allen Dingen, was man auch sagen muss, wenn es um konkrete Projekte geht und ich eine Projektförderung mache, dann weiß ich in der Regel, was das für ein Projekt ist und wo die Mittel genau hingehen, sodass ich da im Zweifel auch trotzdem kontrollieren muss, ob diese Mittel auch tatsächlich so fürs Projekt verwendet wurden und ich dann nicht ohne weiteres mich auf den Vertrauensschutz verlassen. Vertrauensschutz habe ich dann, wenn ich im Grunde eine allgemeine Förderung projektunabhängig an eine andere gemeinnützige Organisation gebe, die das dann in ihrem Haushalt letzten Endes für ihre allgemeinen Tätigkeiten, ohne dass es ein spezielles Projekt ist, ausgeben möchte. So, an wen kann ich denn eigentlich fördern? Das ist der Empfänger bei inländischen Körperschaften. Da habe ich gesagt, die müssen unbedingt steuerbegünstigt sein in Deutschland. Da brauche ich den Nachweis, eben den aktuellen Freistellungsbescheid, um mir diesen Vertrauensschutz geben zu lassen. Spannend wird es natürlich bei ausländischen Körperschaften. Da muss man zum einen sagen, weil wir haben im Ausland natürlich nicht den klassischen e.V. oder die klassische deutsche GmbH oder die klassische deutsche Stiftung. Da haben wir andere Rechtsformen. Und da sagt der Gesetzgeber, ich muss natürlich eine Rechtsform haben, die einer deutschen Rechtsform entspricht. Heißt, ich muss sowas Ähnliches haben wie einen deutschen Verein oder etwas Ähnliches wie die deutsche Stiftung. Und ich muss dafür einen sogenannten Rechtstypenvergleich machen. Was nicht geht, ist es beispielsweise an Personengesellschaften im Ausland. Das haben wir häufig, das sogenannte Trusts. Die sind sehr variabel gestaltbar. Die können teilweise stiftungsähnlich sein, die können vereinsähnlich sein, die können wie eine OHG aufgebaut sein. Also eine Personengesellschaft, die eben nicht als Körperschaft im Sinne des deutschen Körperschaftssteuergesetzes zählt. So dass wir da im Zweifel immer schauen müssen, entspricht das tatsächlich so etwas, was wir hier haben, ist ein Rechtstypenvergleich. Es gibt einfache Fälle, es gibt aber natürlich da auch recht komplexe Fälle. Wir empfehlen immer, da tatsächlich nochmal im Zweifel das prüfen zu lassen, sich die Satzung schicken zu lassen, was ist das für eine Organisation, der ich da die Mittel zusende. Ist das eine Organisation, weil das muss uns allen klar sein, es geht immer nur an andere Organisationen, auch im Inland, was aber an sich da auch klar ist, weil die steuerbegünstigt sein müssen. Steuerbegünstigt können nur juristische Personen sein und Körperschaften eben. Und im Ausland ist es aber eben so, dass das durchaus mal anders sein. Und deswegen müssen wir uns auch unbedingt merken, dass wir diesen Rechtstypenvergleich machen. Und im Zweifel fragen Sie einen Steuerberater oder sonstigen Berater, ob das einer Rechtsform einer deutschen Körperschaft entspricht. Dann haben wir natürlich die Thematik, dass auch ausländische Körperschaften eine Dependance oder Ähnliches in Deutschland haben könnten. Und das
passiert auch mal relativ schnell, dadurch in Deutschland beschränkt steuerpflichtig sind. Diese müssen in Deutschland ebenfalls steuerbegünstigt sein. Das heißt, wir brauchen auch hier wieder den Nachweis des aktuellen Freistellungsbescheids. Das funktioniert auch, wenn die Satzung den deutschen Anforderungen entspricht, können wir das machen. Bei Kooperationen ist natürlich immer wichtig, sie geben Mittel ursprünglich an eine ausländische Körperschaft weiter, haben nur geprüft, entspricht die vom Rechtstypus eigentlich einem deutschen Verein oder was auch immer, kommen zu dem Schluss ja, fragen vielleicht sogar am Anfang noch, ja, macht ihr irgendwas selbst in Deutschland? Da sagen die nein. Und sie kooperieren und leiten Mittel weiter, immer weiter. Und über die Jahre läuft das alles hervorragend. Aber über die Jahre hat auf einmal diese Körperschaft, die sie im Ausland fördern, in Deutschland auch noch eine Zweigstelle aufgemacht und ist dann aber, weil sie es nicht brauchen, aus welchen Gründen auch immer, nicht selbst in Deutschland als steuerbegünstigt anerkannt. Und schwupps haben sie aber ein Problem. Deswegen müssen sie da im Grunde einen Mechanismus, man sichert es vertraglich ab, dass die insbesondere verpflichtet sind, sie zu informieren, wenn die in Deutschland selber in irgendeiner Weise Fuß fassen, sodass sie prüfen können, habe ich jetzt hier ein Problem, brauchen die schon einen Freistellungsbescheid, sind die schon beschränkt steuerpflichtig in Deutschland, um dem eben zu entgehen. Und wenn sie es dann nicht trotzdem nicht machen, obwohl sie verpflichtet haben, haben sie zumindest gegenüber dem Finanzamt den Hebel, dass sie sagen können, ich habe alles getan, um da mich abzusichern und die haben sich pflichtwidrig mir gegenüber behandeln und da kann ich jetzt leider auch nicht mehr machen, als das, was ich das diese Pflicht aufzuerlegen. Ist zumindest eine Argumentationsgrundlage gegenüber dem Finanzamt. 100% absichern können sie das leider nicht, aber ist ein wichtiger Punkt. Was ausländische Körperschaften betrifft, sie haben ja einfach festgestellt, das entspricht einer Körperschaft. Ich brauche es, wenn sie rein im Ausland sind, eben muss sie nicht nach deutschem Sinne steuerbegünstigt sein. Es reicht aber umgekehrt auch nicht aus, dass tatsächlich die im Ausland steuerbegünstigt ist, die ausländische Körperschaft. Das interessiert das deutsche Finanzamt an der Stelle nicht, sondern es interessiert das deutsche Finanzamt vielmehr, ob die ausländische Körperschaft die Mittel, die sie von Ihnen, von Ihrer Organisation bekommen hat, ob die im Sinne des deutschen Steuerrechts zweckmäßig ausgibt. Und wem bürdet das Finanzamt diese Nachweispflicht auf? Natürlich Ihnen als deutsche Organisation, weil die Finanzbehörden in Deutschland haben natürlich keinen Zugriff auf die ausländische Körperschaft oder nur sehr schwer. Heißt, sie müssen im Grunde alle Verwendungsnachweise sich von der ausländischen Körperschaft geben lassen oder geben lassen können auf Anfrage, damit sie dem deutschen Finanzamt erklären können, diese Mittel, die ich weitergeleitet habe, wurden zwar nicht von mir, aber durch die ausländische Organisation für steuerbegünstigte Zwecke ausgegeben. Ist ein bisschen anders. Inländische Körperschaften habe ich Vertrauensschutz, ausländische Körperschaften habe ich nicht nur keinen Vertrauensschutz, sondern muss auch noch im Grunde die Nachweise fürs deutsche Finanzamt erbringen, dass die Mittel, die ich ihnen zur Verfügung gestellt habe, ordnungsgemäß ausgeben. Ist ein großes Thema. Vor allen Dingen, wenn Sie das nicht vorher vertraglich richtig absichern, dass Sie die Pflichten da reinschreiben, dass Ihnen die Organisation alle Nachweise zu liefern hat, die Sie brauchen, damit Sie bei Ihrem eigenen Finanzamt im Grunde die entsprechenden Nachweise geben können. Das kann, wenn Sie das nicht gemacht haben, zu Problemen führen. Man stelle sich vor, Sie geben die Mittel weiter. Das Finanzamt kommt zu Ihnen und sagt, wo sind die Nachweise? Dann fragen Sie die ausländische Körperschaft an, der Sie die Mittel gegeben haben. Und dort hat man natürlich keine Nachweise in irgendeiner Weise vorhanden. Sie haben auch vorher das im Grunde nicht keine Pflicht dazu auferlegt. Und dann erklären Sie mal das dem deutschen Finanzamt. Also schreiben wir das alles in den Vertrag rein, welche Pflichten die ausländische Körperschaft hat, um die Mittel, um die Nachweise erbringen zu können. Im Zweifel ist es dann natürlich, wenn dann trotzdem keine Nachweise von dort angefertigt wurden, aber eine bessere Position gegenüber dem Finanzamt, weil sie natürlich sagen können, ich habe alles getan, um meinen Nachweispflichten nachzukommen und pflichtwidrig hat mein Kooperationspartner es doch nicht gemacht, ist eine bessere Situation, als wenn sie gar keinen Vertrag gemacht haben und hinterher sagen können, ja, ich habe jetzt mal gefragt, aber er gibt mir keine Nachweise. Muss man an der Stelle einfach auch immer wieder betonen, schriftliche Vertragsgrundlage mit entsprechenden Verpflichtungen des Mittelempfängers, um die Nachweise erbringen zu können.
Ansonsten sind Sie derjenige, der das Problem hat beim Deutschen Finanzamt. Ist aber alles handelbar, in der Praxis auch. Das klingt jetzt natürlich so alles ganz schwierig, aber Sie setzen einmal diesen Mittelweiterleitungsvertrag, nennen wir das, auf mit dem Empfänger. Da sind die ganzen Verpflichtungen drin. Der weiß, was er zu tun hat, was auf ihn zukommt. In manchen Ländern muss man vielleicht noch ein bisschen mehr reinschreiben, dass auch Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten sind, um sozusagen die Projektkostenstellen gut darstellen zu können, weil sonst kriegt man dann Schuhkarton. Solche Sachen, alles mit einem Vertrag handelbar, alles machbar. Man muss nur wissen, dass man es vorher eben regeln sollte. Neben der reinen Mittelweitergabe von Finanzmitteln und Sachmitteln, alles was Vermögen ist, kann ich weiterleiten. Vielleicht dazu noch, bevor wir hier ins nächste Thema einsteigen, was muss in der Satzung stehen? In der Satzung reicht es, wenn ich die Mittelweiterleitung nicht als einzige meine Maßnahme, also wenn ich kein Förderverein bin, der nur Mittel weitergeleitet gibt, muss ich das nicht explizit in die Satzung aufnehmen. Ich empfehle es trotzdem immer wieder, es trotzdem aufzunehmen. Es schadet ja nicht, dass diese Regelung da drin steht. Reine Förderkörperschaften, also Fördervereine und so weiter, die müssen das natürlich in der Zweckverwirklichung aufnehmen, dass dem Finanzamt gesagt wird, ich verwirkliche meine Zwecke, indem ich Mittel für andere einsammle und dann an diese anderen eben weiterleite. Ganz wichtig. Was können wir sonst noch weiterleiten? Wir haben entsprechende Klauseln, die nochmal explizit die Überlassung von Personal von einer NPO an eine andere NPO ermöglichen. Da von unseren Arbeitsrechtlern immer wieder der Hinweis, dass ich das unbedingt erwähnen soll, Thema Arbeitnehmerüberlassung. Wenn ich Personal von einer Organisation auf die andere überlasse, egal ob das unentgeltlich ist oder ein kleines Entgelt nur zur Kostendeckung oder, ist nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Regel erlaubnispflichtig. Es gibt möglicherweise Ausnahmen. Und wenn ich in der Arbeitnehmerüberlassung drin bin, ist diese Arbeitnehmerüberlassung auch nur auf einen 18-Monate-Zeitraum beschränkt. Das heißt, bei Dauerkooperationen macht das überhaupt keinen Sinn, Personal zu überlassen. Da muss man höllisch aufpassen, weil da auch die Bußgelder wohl ziemlich hoch sind. Deswegen bei der Überlassung von Personal immer dran denken, ist das, was mir wirklich weiterhilft. Es gibt auch andere Gestaltungen, durch die ich nicht in die Arbeitnehmerüberlassung reinkomme, sodass ich da tatsächlich einfach immer vorsichtig sein muss, damit ich da nicht irgendwo reinschlitter, was mir hinterher Probleme bereitet. Was da noch wichtig ist, dass die Organisation, der ich das Personal überlasse, nicht zwingend gemeinnützig sein muss. Es reicht, wenn das Personal, was überlassen wurde, tatsächlich zu steuerbegünstigten Zwecken dort arbeitet und diese steuerbegünstigten Zwecke dort verwirklicht. Dann die Überlassung von Räumen ist auch nochmal explizit geregelt. Da muss ich im Grunde auch berücksichtigen, dass das Vermögensverwaltung ist. Und was wichtig ist, ist an der Stelle diese begünstigte Überlassung von Räumen. Da muss ich aufpassen, wenn das gemischt genutzte Gebäude sind oder ähnliches. Beispiel, ich überlasse Räume für Jugend und soziale Arbeit, aber unten in einen der überlassenen Räume wird dann auf einmal tatsächlich noch ein Café, was gewerblich tätig ist oder was auch immer, von der Organisation, der ich das gegeben habe, reingemacht, dann habe ich da natürlich ein Problem, sodass ich diesen Teil im Grunde ausklammern muss und sagen muss, den kann ich euch nicht im Sinne nach dem gemeinnützigen Recht überlassen. Da muss ich das Thema, muss dann im Zweifel auch ein Entgelt dafür nehmen und das so überlassen. Und dann ist natürlich die Frage, kann ich mein Gebäude, was ich überlasse, bin ich da in der Nutzung frei? Dürfte ich da selber beispielsweise das Café betreiben? Oder bin ich da in der Benutzung eingeschränkt, sodass ich in dem Gebäude nur steuerbegünstigte Zwecke verwirklichen darf? Und das setze ich dann eben bei der Überlassung von Räumen tatsächlich fort. Dann kann ich natürlich noch Dienstleistungen erbringen, klassischerweise Buchhaltung, was auch immer.
kann ich an andere Organisationen erbringen? Und da ist natürlich die Frage, wenn ich beispielsweise Buchhaltung als Leistung für eine andere Organisation erbringe, in welche Sphäre fällt das denn eigentlich? Weil es, wenn ich deren Buchhaltung mache, ist natürlich nicht die klassische Zweckverwirklichung oder nicht die klassische Sphäre von deren Zweckverwirklichung. Da hatten wir in der Vergangenheit immer massive Probleme, das einzufangen, weil natürlich gemeinnützige Organisationen in der Weise doch durchaus auch vielfältig kooperiert haben. Deswegen ist auch der Gesetzgeber tätig geworden. Das ist dann von dem planmäßigen Zusammenwirken erfasst, das wir unten im Weiteren noch besprechen. Also bei der Erbringung von Dienstleistungen, wenn die in den Zweckbetrieb oder ideellen Bereich des Empfängers fallen, kein Problem. Wenn wir andere Leistungen erbringen, Verwaltungsleistungen, Buchhaltung, Serviceleistungen, die per se nicht meine eigenen oder in die Zweckverwirklichung reinfallen und meine eigenen Zweckverwirklichung auch dienen können, habe ich da Schwierigkeiten, die aber jetzt entschärft sind durch das neue planmäßige Zusammenwirken, was ins Gesetz gekommen ist. Entschuldigung. Worauf Sie achten müssen, wo das Thema Mittelweitergabe eben immer aufkommt, aber nicht ohne weiteres einfach so angewendet werden kann, sind die Fälle, in denen ich eine Verbundenheit habe zwischen den Organisationen, die in den Mittel weitergeleitet werden soll, bei umsatzsteuerlichen Organschaften, Beherrschungsverträgen, Gewinnabführungsverträgen. Das heißt nicht per se, dass es dann da keine Möglichkeiten gibt, so etwas zu gestalten. Aber es ist einfach, man muss sagen, in den Fällen ganz, ganz kritisch. Wir stellen uns vor, wir haben ja bei der gemeinnützigen GmbH auch ein Gewinnausschüttungsverbot an Gesellschafter grundsätzlich. Dann ist die Frage, kann ich denn Mittel einfach nach 58 Nummer 1 AO an meine Muttergesellschaft weiterleiten, damit die dann für steuerbegünstigte Zwecke ausgeht? Oder ist es eine Umgehung des Gewinnausschüttungsverbots, auch wenn beide gemeinnützig sind? Fragen über Fragen, die an der Stelle einer umfassenden Beratung und meistens auch tatsächlich eine empfohlene Abstimmung mit dem Finanzamt bedürfen. Ja. Deswegen in den kritischen Fällen tatsächlich, das sollte man auf dem Schirm haben, wenn man in dem Rahmen Mittel weiterleiten möchte, lieber noch einmal mehr den Steuerberater gefragt, als das einfach gemacht. So viel zum Thema Mittelweiterleitung erstmal. Im Unterschied und im Kontrast dazu habe ich natürlich noch die Hilfspersonentätigkeit. Beides ist etwas bei Kooperationen, was dem Unmittelbarkeitsgebot Rechnung trägt. Bei Mittelweiterleitung werde ich ja auch nicht selbst und unmittelbar tätig, sondern ich leite das weiter und eine andere Organisation macht das im eigenen Namen, sodass ich eigentlich auch nicht unmittelbar tätig wurde, aber eben das Gesetz erlaubt es mir, diese Mittelweiterleitungstätigkeit. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, dass ich einen Dritten nutze, ihn beauftrage, in meinem eigenen Namen tatsächlich meine gemeinnützigen Zwecke oder meine Projekte für mich durchzuführen. Das ist die sogenannte Hilfsperson. Da sagt mir das Gesetz, wenn ich eine Hilfsperson einsetze, dann ist es auch für das unmittelbare Tätigwerden auch unschädlich. Hilfsperson kann in dem Sinne auch jede natürliche, juristische Person sein, im In- oder Ausland. Da sind wir völlig frei. Bei natürlichen Personen müssen wir auch wieder aufpassen, dass das, wenn ich da einen Auftrag mache, greifen die allgemeinen Grundsätze auch wieder, wird er dann zu meinem Arbeitnehmer oder wird er beispielsweise, ist er selbstständig? Muss ich einfach aufpassen tatsächlich, dass ich dann auch nicht in die Scheinselbstständigkeit rutsche, einfach wenn ich natürliche Personen beauftrage. Sind die allgemeinen Grundsätze. Ansonsten an die Hilfsperson selbst wenig Anforderungen zu stellen. Sie muss eben in meinem Namen tätig werden und das für mich machen.
Eine explizite Weisungsgebundenheit ist nicht zwingende Voraussetzung, hilft natürlich, um das deutlich zu machen, dass es meine Hilfsperson ist. Sie muss nach außen erkennbar so auftreten, dass sie für mich tatsächlich die Zwecke verwirklicht, dass das mir zugerechnet werden kann und ich nicht einfach jemanden bezahle, der das dann im eigenen Namen macht, weil dann bin ich ruckzuck in der Thematik drin, dass ich beispielsweise natürliche Personen darf ich nicht direkt fördern oder an die darf ich auch keine Mittel weiterleiten, dass das dann wieder steuerrechtlich schief geht. Ich muss das überwachen, dass der natürlich die Tätigkeiten, die mir zugerechnet werden, auch so ausübt, dass das Ganze im Sinne des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts ist. Bei Hilfspersonen im Inland, wo ich nah dran bin, ist es natürlich sehr schnell, kann ich das gut überwachen. Und im Ausland, wenn ich weiter weg bin, muss ich mir einfach bewusst sein, dass ich da tatsächlich jemanden habe, der für mich tätig wird und in meinem Namen auftritt, dass ich auch entsprechend gucke, dass das alles passt. Zu beachten ist natürlich, Hilfsperson ist in Auftragsverhältnis. Ich bezahle jemandem etwas dafür, dass er mir Leistungen erbringt. Es kann auch ein Arbeitsverhältnis entstehen, hatte ich schon gesagt. Bei Selbstständigen ist natürlich die Frage Umsatzsteuer. Wenn ich da im Grunde muss er mir eine Rechnung mit Umsatzsteuer stellen, kommt das noch drauf auf die Tätigkeit? Da gibt es natürlich auch Gestaltungen, dass man sagt, die Hilfsperson ist ehrenamtlich tätig und sie bekommt das erstattet an Auslagen, das sie hat, ist auf der einen Seite möglich. Auf der anderen Seite birgt es auch immer die Gefahr, dass nicht doch irgendwo eine verdeckte Vergütung drin ist, die dann wiederum umsatzsteuerpflichtig wäre, sodass man da tatsächlich aufpassen muss, da auch klare Vertragsgestaltungen schaffen, damit ganz klar ist, was wird hier eigentlich erstattet, wie fließen die Gelder, wofür sind die, was wird genau gemacht. Dann haben Sie hinterher natürlich auch wesentlich weniger Stress. Ich sage immer wieder, vertraglich alles gestalten und festschreiben. Es muss natürlich auch so gelebt werden, das ist ganz klar. Wenn Sie es nur hinschreiben und später ganz anders machen, haben Sie natürlich auch ein großes Problem. Wichtig bei der Hilfspersonentätigkeit ist noch, eine gemeinnützige Organisation kann auch Hilfsperson für eine andere sein und mit ihrer Hilfspersonentätigkeit, also indem sie im Auftrag der anderen für diese die Zwecke verwirklicht, kann sie auch eigene Zwecke verwirklichen. Das wurde 2010 vom BfH so entschieden, dass es möglich ist. Wichtig ist dabei, dass die Hilfsperson selbst in Erscheinung tritt, da wo die Tätigkeit erfüllt wird. Der Fall, der da entschieden wurde, war im Grunde ein medizinischer Dienst, der für ein Krankenhaus gemacht wurde. Und der war am Patienten tatsächlich tätig und dieser medizinische Dienst war dann auch, konnte mit dieser Tätigkeit tatsächlich seine eigenen steuerbegünstigten Zwecke auch verwirklichen. Sodass wir hier tatsächlich auch eine gute Möglichkeit haben, dass zwei Gemeinnützige kooperieren und die eine Hilfsperson für die andere ist. Ja. Da das Ganze oft Auftragsverhältnisse sind oder Dienstleistungsverhältnisse und wir per se in diesen Vertragsgestaltungen es häufig nicht haben, dass da auch nur der Terminus Hilfsperson oder ähnliches anfällt und diese Vertragsverhältnisse werden auch häufig gemacht, ohne dass man im Grunde tatsächlich auf die Hilfspersonentätigkeit das im Hinterkopf hat. Man ist ja relativ schnell da drin, dass man so eine Hilfsperson einsetzt. Im Grunde jeden, den ich beauftrage, für mich was zu machen, um meine gemeinnützigen Zwecke zu erfolgen. Und da empfehlen wir tatsächlich immer im Vertrag dann doch nochmal zu gucken, dass man diese Hilfspersonentätigkeit nochmal herausstellt, um da einfach gegenüber dem Finanzamt keinen Angriffspunkt zu haben, dass man das explizit so reinschreibt, was hier eigentlich gewollt ist und dass eben das explizit auf die Hilfsperson rekurriert. Verträge können auch natürlich ausgelegt werden als Hilfspersonenvertrag, ist ganz klar. Aber wenn es tatsächlich dann im Vertrag steht, hilft es doch durchaus bei dem einen oder anderen streitigen Fall. Beim Finanzamt hat die Vergangenheit gezeigt. So, ich gucke auf die Uhr, muss ein bisschen auf die Tube drücken, aber wir sind auch bald durch. So, neu im Gesetz ist jetzt das planmäßige Zusammenwirken. Ist leider, muss ich sagen,
geschuldet der derzeitigen Auffassung der Finanzverwaltung ein bisschen ein Rohrkrepierer. Warum, erzähle ich gleich. Gedacht war es so, dass gemeinnützige Organisationen zusammenwirken können und eben beispielsweise solche Leistungen wie Buchhaltung von der einen Organisation an die andere erbracht werden kann und sie eine gemeinsame Zweckverfolgung anstreben. Der klassische Fall, der da immer wieder gebracht wurde, war die Krankenhauswäscherei. Das Krankenhaus hatte früher eine Krankenhauswäscherei selbst in der eigenen Körperschaft betrieben, hat aus welchen Gründen auch immer diese auf eine Krankenhauswäscherei-Servicegesellschaft ausgegliedert. Das war eine Tochtergesellschaft. Und die hat dann genauso wie vorher weitergearbeitet, hat die im Grunde die Wäsche gemacht und gewaschen für das Krankenhaus. Bisherige Rechtslage war, dass tatsächlich diese Servicegesellschaft dann eine nicht gemeinnützige Organisation hat, die im als wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb Leistungen an das Krankenhaus erbracht hat. Das gab immer wieder Kritik, weil im Grunde man hat sich zwar getrennt, aber am Ende hat sich tatsächlich nicht viel geändert, sodass der Gesetzgeber dann tätig geworden ist und gesagt hat, wenn diese beiden Organisationen planmäßig zusammenwirken und das ein wesentlicher oder dazu beiträgt, dass das Krankenhaus seine Zwecke verwirklichen kann, dann werden die steuerlich wie eins behandelt, sodass auch die Servicegesellschaft gemeinnützig sein kann und dort die Leistung nicht mehr im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, sondern im steuerbegünstigten Zweckbetrieb erbringen kann. Hintergrund war, warum das früher gescheitert ist, ist natürlich unmittelbar, dass die Krankenhauswäscherei ist nicht unmittelbar am Patienten tätig geworden, sondern hat die Wäsche gewaschen und dann ans Krankenhaus geliefert. Jetzt ist die Krankenhauswäscherei auch wieder gemeinnützig. Hilft uns in der Theorie sehr. Was ich nicht brauche, ist, dass diese Kooperationsgesellschaft, mit der ich planmäßig zusammenwirke, eine Tochtergesellschaft ist. Es kann auch eine dritte sein. Sie kann sogar an andere Krankenhäuser oder an andere Dritte auch Leistungen erbringen. Bleiben wir bei der Krankenhauswäscherei, dass die Wäscherei auch noch für andere Dritte, nicht gemeinnützige Wäsche wäscht, ist auch möglich. Das fällt dann allerdings nicht mehr unter den Zweckbetrieb und da habe ich natürlich auch wieder die Einschränkungen, Ausschließlichkeitsgebot. Dieser Wäschebetrieb für Dritte darf nicht zu einem Selbstzweck erstarken, sondern mein eigentlicher Zweck muss weiterhin sein, mein Krankenhaus zu fördern, indem ich dort die Wäsche wasche. Natürlich, wenn Sie Kapazitäten haben, um die im Grunde auszufüllen und an Dritte dann verkaufen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, ist das nicht gleich schädlich. Aber muss man dann auch im Auge haben. Ich hatte gesagt, das Stichwort ist planmäßiges Zusammenwirken. Ja, darunter sind eben gefasst alle Tätigkeiten, die geeignet sind, die Verwirklichung der eigenen satzungsgemäßen Zwecke in Kooperation mit einer anderen Körperschaft zu erfüllen. Krankenhaus, also Wäschewaschen gehört dazu. Alle Dienstleistungen, wie zum Beispiel auch die Buchhaltung, Nutzungsüberlassung, Inkassoleistung, alles, was im Grunde an Leistungen vorstellbar ist, solange es geeignet ist, um der Kooperationsorganisation die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke zu ermöglichen. Wichtig ist, das Krankenhaus eben, um in unserem Beispiel zu bleiben, muss selbst steuerbegünstigt sein. Nur dann kann auch die Krankenhauswäscherei steuerbegünstigt sein. Ja. Und da tatsächlich im Detail dann nochmal, ist es nur eine reine Hilfeleistung oder ist es wirklich ein planmäßiges Zusammenwirken? Und ist dann auch die Frage, sind wir bei der GbR-Gründung, ob wir dann immer automatisch ein planmäßiges Zusammenwirken haben? Hier ist, muss ich sagen, noch vieles im Fluss, da tatsächlich das Gesetz ist seit Ende 2020 verabschiedet worden. Seit 2021 beginnen wir es und in der Praxis sind doch die Fälle noch relativ überschaubar bzw. sehr schwierig. Woran das liegt, erzähle ich Ihnen jetzt. Wir müssen das Ganze in der Satzung verankern. Und zwar nicht nur in der Satzung von der Krankenhauswäscherei, der Tochtergesellschaft in unserem Beispiel, sondern auch in der Satzung vom Krankenhaus. Das heißt, in dem Fall, wo die beiden auch noch gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden sind, kriege ich das noch recht einfach hin, wenn ich das unbedingt haben möchte,
Es sind Mutter-Tochter, die haben im Grunde die gleiche Interessenlage. Dann verankere ich das leicht in beiden Satzungen. Wir haben aber tatsächlich die Fälle, in denen nicht das Krankenhaus mit seiner Tochtergesellschaft kooperieren will, sondern in dem gemeinnützige Organisationen planmäßig für ein Projekt zusammenwirken wollen oder andere Leistungen anfallen sollen, die untereinander erbringen. Und es gibt eine Vielzahl von Vertragspartnern, mit denen man planmäßig zusammenarbeitet. Und von allen zu verlangen, dass es in der Satzung von beiden Organisationen aufgenommen wird, ist natürlich schon eine hohe Hürde. Heißt, ich muss mir überlegen, mit wem kooperiere ich alle in dieser Art und Weise. Und ich muss in meine eigene Satzung reinschreiben und derjenige, mit dem ich kooperiere, muss in seine Satzung reinschreiben. Damit aber nicht genug. Ich muss auch die Beteiligten in meine Satzung reinschreiben. Da hat das Finanzamt erst geschrieben, ich muss alle reinschreiben, alle bezeichnen, heißt es bezeichnen, was auch immer das heißt. Aber sie sind da ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, naja gut, wenn ich mit einer Vielzahl von Kooperationen, mit Organisationen planmäßig zusammenarbeiten möchte, dann muss ich die nicht alle in die Satzung schreiben, aber ich muss eine Anlage zur Satzung haben, die der Vorstand immer aktualisiert, in der die alle namentlich aufgeführt sind, die ich dann dem Finanzamt vorzulegen habe. Also muss ich sie doch wieder alle irgendwo namentlich erfassen und diese aktuell halten und das in ständiger Art und Weise. Und dann muss ich natürlich noch die Art und Weise der Kooperation angeben, verlangt das Finanzamt. Da muss man tatsächlich sagen, auch da überschießend, da wird dann sehr genau gefordert, was ist das denn genau für eine Kooperation? Bin ich die Krankenwäsche, Hauswäscherei, die da Wäsche wäscht oder? Bei einer Organisation geht das natürlich noch. Wenn Sie wieder vielfältige Kooperationen anstreben, müssen Sie da einen Sermon an möglichen Arbeiten, die in der Kooperation gemacht werden sollen, sehr explizit darlegen, was doch ein großes Hindernis für viele, zumindest in meiner Mandanten, dann immer wieder ist, um diesen Aufwand zu betreiben. Und dann gibt es auch noch andere Wege, das möglicherweise zu machen. Also da scheitert es oft eben in der Praxis sehr oft dran, dass dieses planmäßige Zusammenwirken tatsächlich nicht sehr häufig angewendet wird. Und es sind auch noch extreme Rechtsunsicherheiten. Eine gesetzliche Mustersatzung haben wir, oder eine Musterformulierung aus der Mustersatzung haben wir dazu nicht, weil diese ganzen Anforderungen hat ja sich auch nicht der Gesetzgeber ausgedacht. Der hat das alles relativ weit, muss man sagen, formuliert und das, weder Gesetzesbegründung noch der Gesetzestext selbst geben diese Anforderungen, die das Finanzamt jetzt stellt, her. Deswegen denke logisch, dass in der Mustersatzung auch nichts dazu steht, was das Finanzamt da gerade alles erfolgt. Folgerung ist auch ein allgemeiner Hinweis in der Satzung, dass die Zwecke arbeitsteilig verfolgt werden sollen, ist nach der Finanzverwaltung im Moment nicht ausreichend. Das hatten wir uns bei Bekanntgabe des Gesetzeswortlauts doch deutlich anders vorgestellt und es wurde auch in der ganzen Branche der NPOs meines Wissens nach sehr gut aufgenommen. Nicht gut aufgenommen wurde, was das Finanzamt daraus gemacht hat. In der Situation sind wir aktuell. Das Finanzamt schließt auch noch ein paar andere Themen aus, beispielsweise die Kooperation mit öffentlich-rechtlichen Auftraggebern. Ich kann keine planmäßige Zusammenarbeit mit einer Körperschaft des öffentlichen Rechts machen. Schließt das Finanzamt an der Stelle aus. Ist meines Erachtens auch nicht vom Wortlaut der Vorschrift gedeckt, aber das ist im Moment die Situation. Wir müssen hier leider noch ein wenig kämpfen gegen das, was das Finanzamt da aktuell vertritt. Ich bin auch optimistisch, dass das alles gelingt, aber diese Situation ist natürlich wenig mit motivierend für gemeinnützige Organisationen von dem planmäßigen Zusammenwirken, wie sich der Gesetzgeber gedacht hat, im Moment Gebrauch zu machen. Muss man an der Stelle leider sagen. Heißt, wenn wir das machen wollen, müssen wir im Moment entweder mit dem Finanzamt streiten oder den aus meiner Sicht überzogenen Anforderungen des Finanzamts nachkommen, um das zu machen. Hatte ich im Grunde grob schon gesagt. Ich versuche jetzt schnell zu Ende zu kommen. Das, was ich dann
planmäßig zusammenwirke mit der anderen steuerbegünstigten Organisation, ist dann für mich Zweckbetrieb oder sogar ideelle Tätigkeit, je nachdem, was ich da tatsächlich mache. Alles, was ich gegenüber Dritte oder mache, ist steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Da muss ich dann im Grunde in der Kooperation dann auch schauen, dass ich da eine klare Abgrenzung hinbekomme. Innerhalb dieses planmäßigen Zusammenwirkens kann das Ganze sich auch als Hilfsperson, als GbR oder sonstiges darstellen. Das ist völlig offen. Deswegen hatte ich das in der Anfangsfolie auch so dargestellt, dass das im Grunde nochmal an der Seite über alles hinweg geht, weil es unabhängig von der einzelnen Gestaltung, wie ich denn zusammenwirke, da nochmal eine eigenständige Begünstigungsvorschrift ist. Ja. Tipp: Gestaltung mit dem Finanzamt abstimmen. Ist im Moment leider so, dass wir hier das nicht ohne weiteres einfach machen können, sondern da noch hohe Hürden sind. Und ich hoffe, da ist noch einiges im Fluss und dass das bald, ich Ihnen vielleicht sagen kann, ist alles doch ganz einfach und nicht so kompliziert, wie es das Finanzamt machen möchte. Dazu kommt, Umsatzsteuerrecht ist noch ungeklärt, ob ich dann bei der planmäßigen Zusammenwirken, da tatsächlich den 7% oder 19% anwenden kann oder ob ich sogar eine Befreiung habe, innerhalb dessen, wie das Ganze sich dann bei der umsatzsteuerlichen Organschaft nochmal auswirkt, ist auch noch nicht ganz klar. Da sind, weil es eben eine neue Vorschrift ist, hat doch noch einige Themen, weshalb ich auch da wieder sagen muss, ist leider etwas sperrig noch, deswegen wird es auch nicht viel angewendet, geht aus meiner Sicht entgegen dessen, was sich der Gesetzgeber gedacht hat. Und ich hoffe, dass wir da bald noch Vereinfachungen bekommen. Ich für meinen Teil will da auf jeden Fall dafür kämpfen, weil so kann es aus meiner Sicht nicht weitergehen. Das birgt rein praktisch erhebliche Schwierigkeiten und rein rechtlich natürlich auch noch viele Unsicherheiten. Deswegen kann ich Sie zwar ermutigen, das zu machen, kann aber sagen, machen Sie es nicht einfach so und unbedarft. Da ist noch viel, was Schwierigkeiten bereitet. Zum Abschluss noch das Thema GbR. Ganz schnell in 3 Minuten, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, um Fragen zu beantworten. Eine GbR ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und wenn zwei sich zusammenschließen, um ein Projekt zu machen und diese GbR, bin ich relativ schnell dabei, dass sich eine GbR gebildet hat. Häufig ist es auch so, dass der eine kriegt das Geld, der andere bringt aber auch Know-how rein und so, dass am Ende dieses Gemeinschaftsprojekt oft dann auch noch tatsächlich nach außen auftritt oder man will als Gemeinschaftsprojekt auftreten. Schon habe ich hier sogar eine Außen-GbR, also der Unterschied zur Innen-GbR ist tatsächlich, dass ich da dann auch mit diesem gemeinsamen Projekt oder dem gemeinsamen Auftritt habe, dass der von nach außen wahrnehmbar ist. Hier muss man im Grunde sagen, es sind Beiträge, die von beiden in die Gesellschaft reingebracht werden und die erbringt dann die Leistung. Steuerlich ist es im Grunde unschädlich für die Gemeinnützigkeit. Die GbR selbst kann zwar nicht gemeinnützig sein, allerdings ist sie auch steuerlich transparent, sodass tatsächlich die Besteuerung auf Ebene der Non-Profits stattfindet, die ja dann wiederum steuerbegünstigt sind. In der Gewerbesteuer habe ich da gewisse Probleme. Also die Gestaltung bei der Außen-GbR ist nicht immer ganz einfach. Und ich muss aufpassen, dass nicht zwischen der NPO, die Leistung oder Beiträge in die GbR einbringt, dass es nicht so gestaltet ist, dass ich da Leistungsaustauschverhältnisse zwischen GbR und NPO kreiere, die dann möglicherweise Umsatzsteuer wiederum auslösen und ich mir da so ein Eigentor schieße. Deswegen je nach Gestaltung tatsächlich immer vorsichtig sein, was bringe ich da ein und wie ist es tatsächlich vertraglich geregelt und wie gestalte ich so, dass das möglichst nicht passiert. Ne? Also von daher auch alles möglichst schriftlich so fixieren, dass diese Gestaltung steuerlich safe ist. So,
Jetzt habe ich leider etwas überzogen, aber bin gerne noch da, um Ihre Fragen zu beantworten. Ich bin mir sicher, die ein oder andere Frage ist noch da. Wenn die Frage nicht beantwortet werden sollte, in unserem kostenfreien Newsletter haben wir immer wieder viele Themen aufgegriffen. Auch die, die ich hier so angesprochen habe, stammen natürlich alle aus irgendwelchen Fällen, die es allgemein gibt. Abonnieren Sie sich den, ist kostenfrei. Und wenn Ihnen mein Beitrag gefallen hat, gerne auch eine Bewertung abgeben. Und jetzt stehe ich noch für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank an Sie schon mal, Herr Fein. Ich gehe direkt mal über zur ersten Frage. Und zwar, wenn die gemeinnützige Organisation eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, lasse ich mir dann die Satzung vorlegen oder schaue ich in das KDÖR-Register bei der Finanzbehörde? Also das Gemeinnützigkeitsregister in dem Sinne haben wir leider noch nicht, kommt aber bald. Das wird uns auch da beim Thema Vertrauensschutz nochmal helfen. Ich meine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, die haben natürlich keinen entsprechenden Freistellungsbescheid, es sei denn, sie haben einen betrieblichen Betrieb gewerblicher Art, der dann für sich nochmal eine explizite Freistellungsbescheid hat. Aber wenn ich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts hat und die in ihrem hoheitlichen Bereich tätig ist, dann brauche ich mir keinen Freistellungsbescheid geben lassen. Und wenn in der Satzung steht, dass Personal überlassen wird, gilt dann trotzdem die Befristung? Ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, ich meine aber ja. Dann komme ich zur nächsten Frage. Welche Gesetzestexte bzw. welches Gesetzbuch benötige ich als Organisation für die deutschen Steuerrechte für eine Körperschaft? Ich überlege gerade mal, in welche Richtung die Frage zieht. Also die gemeinnützigkeitsrechtlichen Regelungen sind in der Abgabenordnung geregelt in Deutschland. Wenn es um den Rechtstypenvergleich geht, geht es die Körperschaften, die unter das deutsche Steuerrecht fallen, sind im Körperschaftssteuergesetz geregelt. In Paragraphen 1 ist direkt eine Aufzählung, was alles Steuersubjekt im Sinne des deutschen Körperschaftssteuerrechts ist. Und das sind die möglichen Varianten, die ich dann eben auch im Ausland haben kann. Okay. Wie könnte eine Kooperation einer gemeinnützigen Treuhandstiftung aussehen, die satzungsgemäß den Tierschutz fördert, mit einer Privatperson, die eine, Klammer auf, nicht gewerbsmäßige, Klammer zu, Auffangstation für verletzte bzw. erkrankte Tiere betreibt? Ja, also ohne den Fall jetzt zu kennen, generell hatte ich ja gesagt, an natürliche Personen kann ich keine Mittel im Rahmen einer Mittelweiterleitung weiterleiten. Also scheidet eine Mittelweiterleitung hier aus. Dann habe ich das Thema planmäßiges Zusammenwirken, bedarf es auch zweier Organisationen. Natürliche Personen funktionieren da auch nicht. Deswegen kann ich allein über das Thema Hilfspersonen hier in irgendeiner Weise diese Person einbinden, die diese Auffangstation bildet. Sie müsste dann in meinem Namen diese Auffangstation möglicherweise betreiben. Okay, dann kommen wir zum Thema Ganztagsschule. Es gibt eben Projekte, die schuljahrsweise stattfinden und es entwickelt sich mehr und mehr zu einem planmäßigen Zusammenwirken mit der öffentlichen Hand. Wie empfiehlt sich die satzungsmäßige Erwähnung? Ja, da sind wir genau bei dem Thema, was ich nicht verstehen kann, wieso das Finanzamt, Sie haben das schriftlich in Ihrem Anwendungserlass zur Abgabenordnung festgehalten, also das Bundesfinanzministerium, um es genau zu sein, wieso Sie ein planmäßiges Zusammenwirken mit der öffentlichen Hand ausschließen. Es fehlt für mich jegliches Verständnis und bin ich mir eigentlich auch relativ sicher ist schwierig zu sagen, man weiß nicht, was so ein Gericht entscheiden würde, aber ich halte es für nicht vertretbar, dass das ausgeschlossen wurde und würde da einfach abwarten, tatsächlich bis da der ein oder andere Klage tatsächlich mal entschieden wurde. Und ich bin optimistisch, dass das zugunsten der steuerbegünstigten Organisationen ausgehen dürfte.
Und dann noch eine letzte Frage, bevor wir das Webinar beenden. Das ist auch wieder ein Beispiel von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die kooperiert mit einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die haben inhaltlich den gleichen satzungsmäßigen Förderbereich. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts 1 übernimmt auch für die andere Körperschaft die Buchhaltung. Und die Frage ist jetzt, wenn sie das jetzt richtig verstanden hat, können Sie als Körperschaft quasi keine sogenannte planmäßige Zusammenarbeit machen? Ja, wobei ich vermute, dass das Ganze nicht innerhalb der Körperschaften stattfindet. Also Körperschaften des öffentlichen Rechts können auch in Teilen nochmal nach den für allgemeine Organisationen geltenden Anforderungen steuerbegünstigt sein und bekommen dann auch einen Freistellungsbescheid. Ich vermute, dass diese Zusammenarbeit findet in der Sphäre statt. Betriebe gewerblicher Art sind da beispielsweise immer wieder diejenigen, die so einen eigenständigen Freistellungsbescheid bekommen können. Deswegen auf diese Fälle würde ich das nicht genannt wissen wollen. Aber wenn es in ihrer hoheitlichen Tätigkeit wäre, die nicht eigenständig steuerbegünstigt ist, wonach es sich aber nicht anhört, diese Frage, dann sind die ohnehin jetzt gelten, würden diese ganzen Abgabenorten, Rechnungsvorschriften zwischen zwei Körperschaften des öffentlichen Rechts tatsächlich gar nicht gelten. Aber ich vermute, sie sind tatsächlich eigenständig als steuerbegünstigt anerkannt, sodass das dann nochmal ein Sonderfall wäre. Genau, da kam jetzt auch gerade noch die Info, es handelt sich um zwei Stiftungen. Ja, es sind Stiftungen, okay. Es sind Stiftungen des öffentlichen Rechts, die wahrscheinlich oder möglicherweise sogar als Körperschaft des öffentlichen Rechts zwar anerkannt sind, aber für die allgemeinen Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts gelten und die danach auch einen Freistellungsbescheid hätten, die können aus meiner Sicht tatsächlich planmäßig zusammenwirken. Ja. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Herr Fein, auch bei Frau Wolf und Herrn Demmler, die parallel auch im Chat tätig waren. Das nächste Webinar wurde ja vorher schon im Chat auch erwähnt, aus der Reihe Recht um 11 findet am 7. Dezember statt. Dann befassen wir uns mit dem Thema Datenschutz für Non-Profit-Organisationen. Den Link haben Sie auch im Chatfenster bekommen. Ich wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Tag und freue mich, Sie bei einem unserer nächsten Webinare wiederzusehen. Tschüss. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Tschüss.